Kurz nach sechs haben wir jetzt einen schönen guten Morgen hier aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Tyler ist erst 11 Jahre alt und fordert ein Handyverbot an Schulen. Sein Grund: monatelanges Mobbing vor Ort und in den sozialen Netzwerken. Seine Mutter unterstützt ihn dabei, sagt, Handys gehören nicht an Schulen, so wie es auch in vielen europäischen Ländern schon diskutiert und zum Teil auch umgesetzt wird. Doch sind Handyverbote da wirklich der richtige Ansatz? Eine Berliner Schule geht einen anderen Weg und ist damit ziemlich erfolgreich. Tyler denkt nicht gern an das zurück, was ihm vor wenigen Monaten widerfahren ist. Es war halt schlimm, ich habe viel geweint. Um anderen Mut zu machen, sprechen er und seine Mutter Lisa trotzdem über ihre Erfahrungen. Ihren Nachnamen wollen sie nicht nennen, aus Sorge vor Anfeindungen. Denn Tyler musste massives Cybermobbing ertragen. Es beginnt als klassisches Mobbing im Unterricht. Auf seinem Account, auf dem er sonst Kochvideos teilt, redet sich Tyler erstmals den Frust von der Seele. Da haben die schon irgendwie angefangen, mir ins Genick zu schlagen, mich mit Papierknüllen abzuwerfen. Keine Ahnung, warum die Lehrerin nichts gesagt hat. Von dem Tag an verlagern sich die Hassattacken in die sozialen Netzwerke. Tyler, du Opfer, ich box dich behindert. Komm nie wieder in die Schule, sonst bekommst du Schläge. Ich piep, piep, piep euch alle. Haha, du Opfer, scheiß Opfer. Und nicht nur Tyler ist von Cybermobbing betroffen. Besonders in Klassenchats kommt es zu Übergriffen. Zum Beispiel, dann wurde ein Mädchen bei mir in der Klasse als hässlich eingespeichert in WhatsApp. Die Kinder wissen davon gar nichts. Da sitzt parallel jemand, macht ein Foto, macht da noch einen blöden Spruch drüber, verteilt das in unendlich vielen Gruppen. Wie schnell ein Klassenchat eskalieren kann, zeigt dieses Beispiel aus einer anderen Schule. Es beginnt mit einer ganz unverfänglichen Frage. Hey Leute, hat jemand die Mathe-Hausaufgaben gemacht? Bist du zu dumm, um die zu machen, oder was? Aber geh davor bitte duschen. Ich kann nämlich deinen Geruch langsam nicht mehr ertragen. Geh dich doch erhängen. Deshalb hat Tyler alle Gruppenchats verlassen. Handys an Schulen, darüber wird zurzeit in vielen Ländern gestritten. In Frankreich sind private Smartphones und Tablets verboten. Tyler und seine Mutter haben dazu eine klare Meinung. Zum Thema Handys an Schulen. Ich finde es gut, dass die verboten werden. Also ich bin der Meinung, dass Kinder in dem Alter kein Handy brauchen in der Schule. Es gibt mir als Mutter natürlich ein sicheres Gefühl, wenn ich weiß, er kann mich anrufen oder ich könnte ihn erreichen, wenn irgendwie nach der Schule irgendwie was wäre und er müsste vielleicht zu Oma, Opa. Aber in der Schule bin ich dafür, das braucht kein Kind. Berlin-Lichtenberg. Iva hat ihr Handy immer dabei, auch in der Schule. Über ein generelles Handyverbot denkt die Sechstklässlerin anders als Tyler. Ich glaube, das ist nicht so gut, weil man will ja nach der Schule noch mal gucken, wer einem geschrieben hat. Oder manche wollen ja auch ihre Eltern nach der Schule anrufen. Und man will ja auch gucken, was im Klassenchat so passiert ist. An meiner Schule habe ich noch nichts von Mobbing mitbekommen, erzählt uns Iva. Ihre Grundschule hat allerdings auch einen besonderen Ansatz gegen den Hass. Achtsamkeitsübungen für Schüler und Lehrer. Das Ziel: gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und weniger Konflikte. Wir verbieten, das Handy während des Unterrichts anzuhaben, aber es darf dabei sein. Wir machen mit den Eltern zum Beispiel in einem Monat eine Zusammenkunft, wo wir uns gemeinsam unterhalten, was passiert, wer hat mit, wer hat Probleme, wer hat Sorgen. Wir versuchen aber auch im Unterricht regelmäßig Tablets und Handys mit einzubinden oder auch Prävention über die Polizei an die Schule zu holen, dass man einfach sieht, was ist Cybermobbing, was passiert, wie kann man einen Suchverlauf nachvollziehen, wo landet man. Also ich glaube, die Mischung macht's. Inzwischen hat Tyler die Schule gewechselt. Dort geht es ihm gut. Denn seine neue Schule vertritt einen ähnlichen Ansatz. Dennoch hat seine Mutter Lisa einen wichtigen Appell. Schule ja, da muss einiges passieren, aber wir als Eltern können uns nicht aus der Verantwortung rausholen, nur weil wir nicht dabei sind. Deshalb achtet Lisa darauf, was Tyler in seinen sozialen Netzwerken postet. Fast ein Jahr sind die Mobbing-Attacken seiner ehemaligen Mitschüler nun her. Inzwischen hat Tyler wieder Mut gefasst. Am Anfang fand ich das blöd, aber mittlerweile ist mir das egal. Dann denke ich mir so, dieser Mensch bräuchte eine Umarmung. Oder wie Tyler es uns am Ende sagt, nach jedem Regen scheint auch wieder die Sonne.